Hey, ich grüße dich und heute schauen wir uns mal ganz kurz die Schulden an. Du hast Schulden und du fühlst dich schlecht dabei. Eines vorneweg, das musst du echt nicht. Überleg mal, so viele Menschen, Millionen, Millionen von Menschen, haben Schulden schon gehabt oder haben Schulden. Und so viele haben es geschafft, die Schulden abzubezahlen. Daher, es ist einfach eine Situation, die du momentan hast, die sicherlich nicht gerade die beste ist, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass du dir sagst, jawohl, ich habe Schulden, dass du das akzeptierst, weil oftmals macht man den Fehler und man schiebt das vor sich weg und hin und sagt, ja, läuft alles gut, man gibt weiterhin mehr Geld aus, als man einnimmt, man hat die Finanzen nicht im Griff, man schaut es gar nicht an, weil man Angst hat. Man hat Angst, das Bankkonto zu öffnen, anzuschauen, man hat Angst, die Auszüge zu kontrollieren, weil man eigentlich genau weiß, da ist etwas nicht so gut. Daher, wichtig Nummer eins, akzeptiere deine Situation. Dann sagst du dir, okay, ich habe Schulden, schreibst du dir diese auf und dann wechseln wir diesen Impuls, dieses Gefühl von, ich werde das jetzt angehen. Denn oftmals hat Schulden mit der Einstellung zu tun, wie wir denken, wie wir Dinge auch sagen. Wenn ich dir sage, okay, komm, du schaffst das mit den Schulden abbauen. Und dann kommt dein Satz, nein, weißt du, momentan, ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Das Kind ist krank, ich muss auf meine Mutter aufpassen, ich muss mehr arbeiten als sonst. Diesen, 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 jenes. Und all dies verhindert uns natürlich noch mehr, damit zu arbeiten, die Schulden abzubauen. Also die Einstellung, wie wir das besser machen können, wenn du Sätze hast wie folgende, wenn du sagst, ich kann nicht, das wird gestrichen, so schreibst du das groß da oben irgendwo auf und dann sagst du, ich kann, ich werde eine Lösung finden. Oder der Satz, ich weiß nicht wie, dann ändere diesen Satz und sage, ich lerne und verstehe es, zu wissen, wie ich das machen muss. Ich werde nachfragen, ich werde Bücher lesen, ich werde jemanden fragen, ich werde einen Coach anheuern, ich werde irgendwas tun, damit ich nachher weiß, wie. Wir finden alles, es ist alles im Internet vorhanden. Du wirst überall eine Antwort finden. Und es gibt viele Menschen, die dir sehr gerne helfen werden. Der dritte ist noch, ich wünschte, ich hätte, ich wünschte, ich würde, ich wünschte. Ja, die Situation ist momentan halt nicht so, wie du das vielleicht momentan gerade gern hättest. Aber das heißt nicht, dass du das nicht tun kannst. Dann sagst du, ich werde. Von ich wünschte, ich werde es mir erfüllen. Ich werde es jetzt in Angriff nehmen. Du wirst das schaffen. Und denk dran, Schulden abbauen, nicht bevor du einen Notgroschen auf der Seite hast. Also wirklich Notgroschen von 1, 2, 3 Monaten oder Minimum 1 Monat. Monatsausgabe auf der Seite zu haben. Sonst hinkst du immer hinten dran, weil du kommst dann einfach nicht in den positiven Fluss rein, weil dann kommt noch dies und noch jenes und noch dort noch etwas. Was macht dir denn am meisten zu schaffen mit deinen Schulden? Was findest du am schwierigsten? Warum klappt es nicht? Wie bist du da reingekommen? Schreib mir doch oder komm in unsere Facebook-Gruppe Erfolgreich im Alltag. Ich wollte noch sagen, wenn du bis hierhin keine Schulden hast, ich gratuliere dir von Herzen und bitte mach eine Verpflichtung mit dir selbst ab und sagst, ich werde nie Schulden machen. Wenn du einfach das mit dir selbst so verpflichtest und sagst, ich werde niemals Schulden machen, dann wirst du auch nie Schulden machen. Dann wirst du immer eine andere Lösung finden. Es geht meistens um Lösungen finden. Meistens, es sind oftmals nicht große Dinge, die uns in Verschuldung bringen. Es ist nicht ein riesen Unglücksfall. Wirklich nicht. Meistens sind es so kleine Dinge wie ein neues Sofa kaufen, Kühlschrank, Haushaltsgeräte. Einmal ein bisschen hier, ein bisschen dort und das Ganze summiert sich dann und dann nimmt man alles auf die Kreditkarte und irgendwann habe ich einen Betrag von 5.000 oder 10.000 € an Schulden darauf. Das hat sich dann so heimlich da so eingenistet. Aber eben, sag jawohl, ich habe Schulden, ich werde das in Angriff nehmen und ich werde das packen und schaffen. Und nur schon mit dieser anderen Einstellung wird es dir viel, viel einfacher fallen und du freust dich danach auch darüber. Ich sage dir, nimm einfach 1, 2 Jahre, nimm das in Angriff und du wirst ein ganz anderer Mensch sein. Da muss man halt ein bisschen zurückstecken. Wir haben uns ja selbst in diese Lage gebracht und du wirst dich auch selbst wieder aus dieser Lage bringen. Garantiert. Und sonst eben schreib, komm rein. Ich freue mich riesig. Bis dann wieder. Wünsche dir ganz einen schönen Tag. Deine Nadja.